dann stellt sich immer die Frage, was ist das eigentlich mit dieser ganzen Digitalisierung? Sind das die laufenden Kilometer Breitbandkabel im Boden des Vogelsparks oder diese Transformation, von der wir reden, oder die automotive Zukunft? Das ist ein sehr wichtiges Thema, wobei ich Schwierigkeiten habe mit diesen vielen Buzzwords. Industrie 4.0, digitale Transformation. Das Beispiel ist zum Beispiel digitale Transformation, also mathematisch fängt eine Transformation irgendwann an und hört irgendwann auf. Und bei der Digitalisierung ist das ja gar nicht so. Digitalisierung ist in den letzten Jahren ein sehr wichtiges Thema geworden, auch wenn das in seinen Facetten sehr weite Ausprägungen hat. Insgesamt ist es aber für die Industrie und so wichtiger geworden, sich in dem Bereich nach vorne zu entwickeln. Also ich bin jemand, der kommt vom Dorf wirklich und ja, macht sich ja schon Gedanken, weil Digitalisierung bringt mir immer auch mit dem Begriff gläserner Mensch, gläserne Welt in Verbindung. Und von daher ist meine Grundeinstellung erstmal ein bisschen zurückhaltend gewesen. Mittlerweile, wo ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftige, muss ich sagen, es ist eine tolle Sache, die uns alle weiterbringen wird. Ich glaube, die Region Mittelhessen im Speziellen hat sehr, sehr viele spannende Unternehmen von klein bis groß, von Hidden Champion bis Global Player, alles vertreten. Und ich glaube, dass diese Unternehmen noch nicht genau wissen, dass tatsächlich auch Digitalisierungskompetenz auch hier in der Region sitzt. Wir alle reden von Hidden Champions im Industriebereich, ja, die es auch definitiv gibt. Aber es gibt genauso auch Hidden Champions im Technologiebereich, die ganz tolle Dinge tun, über die auch gesprochen werden muss. Und die muss man zusammenbringen. Deshalb glaube ich, ist es gut, dass wir Begegnungen schaffen. Begegnungen, die wir heute schaffen wollen, nämlich von Unternehmen mit digitaler Kompetenz und Know-how, Mittelstand und Expertinnen und Experten aus anderen Bereichen, zum Beispiel Hochschulen. Mittelhessen Digital soll insofern die Probleme lösen, dass sie die Unternehmen, die dabei helfen können, und die Unternehmen, die die Hilfe benötigen, zusammenbringen, also Matching herstellen. Und Anlaufstelle zu sein, Anlaufstelle und Sparringspartner zu allen Fragen um die Digitalisierung. Das ist auf jeden Fall hilfreich zu sehen, wie andere Firmen das gemacht haben und die auch sehr erfolgreich damit sind, um Gefühl dafür zu bekommen, in welche Richtung kann das gehen. Ja, die Zeit, in der wir gerade aktuell leben, ich glaube, es gab noch nie diese Geschwindigkeit, oder die gab es definitiv noch nie in der Menschheit, wie wir sie jetzt erleben. Du und ich, wir werden so viele Dinge noch erleben, die sich noch wandeln in den nächsten Jahren. Das, also kann man eigentlich nur optimistisch sein, ja, und auf keinen Fall verteufeln, sondern die guten Seiten sehen.